einem der Vorträge, die Lung Pol Ying hier gegeben hat, also wie ich fand, wie ich fand, einer sehr poetischen Redewendung bedient. Und sogar im Deutschen klingt es sehr schön. Er sagt, er sprach von den Feinden der Wahrheit des Herzens. Kasege kwam jing kong jai. Die Feinde der Wahrheit des Herzens. Es hat mich an einige Lehrreden erinnert, wo auch der Buddha oder ehrwürdige Sariputta über Feinde sprachen. Und der Buddha sprach einmal von einem Mörder, der mit erhobenem Schwert ständig hinter uns hergeht und nur darauf wartet, uns den Kopf abzuschlagen. Und als ich das so kontemplierte auf meinem Retreat letztlich, bin ich dann abends zu Mexiko gegangen und habe ihm dieses kleine Gedichtchen präsentiert und da so ein bisschen von gesprochen. Da sprach ich von diesem Mörder und sagte, Giammetico, fand ich ganz interessant. Ah, der Mörder ist bestimmt der Tod. Fand ich ganz interessant, weil wenn wir uns so Feinde vorstellen oder Mörder vorstellen, dann ja, stellen wir uns halt immer schreckliche Dinge vor. Oder wir haben so Feindbilder, die wir uns vorstellen. Aber tatsächlich auch im echten Leben sind die größten Feinde, die effektivsten Mörder, gar nicht unbedingt diejenigen, welchen die auch so aussehen. Effektivsten Feinde, gefährlichsten Feinde sind eigentlich immer die, die bei offenem Tageslicht überall ein- und ausgehen können, unentdeckt sozusagen sich einblenden und gar nicht auffallen. Und in der Tat ist es auch so mit diesem Mörder mit erhobenem Schwert, den der Buddha beschreibt. Jemand eine Idee, wer dieser Mörder sein könnte? Im Körper. Nein? Und nach dem, was du gerade in Pali vorgetragen hast, würde ich sagen, Tanha, das Begehren. Aber er sprach in dieser Sutta nicht mal von Tanha, sondern von Nandiraga. Also Nandiraga Sahagata Tatra Tatravinandini. Kannst ja kurz in Deutsch vortragen. Das war die erste, war die zweite und die dritte edle Wahrheit. Und die zweite edle Wahrheit ist, es ist dieses Begehren, das erneutes Dasein schafft und mit Verzückung und Lust verbunden hier und da Vergnügen findet. Und der Buddha, wenn er diesen Mörder beschreibt, benutzt diese Kompagnons des Begehrens, also die beiden Dinge, die Begehren begleiten, nämlich Nandi und Raga. Nandi wird oftmals als in den deutschen Übersetzungen als, ich glaube, Ergötzen übersetzt, aber es ist irgendwo ein altes Wort und keiner weiß so richtig, damit anzufangen und irgendwo hat es auch irgendwo immer so einen negativen Flair, sich irgendwo an ergötzen. Da findet niemand so richtig toll, die Redewendung. Und wenn man ein bisschen nachschaut, das Wort Delight im Englischen trifft natürlich den Nagel auf den Kopf. Aber Vergnügen finden, sich vergnügen. Und Nandi als Verzückung zu übersetzen, ist sicherlich auch näher dran, weil es ist ja was Angenehmes. Wir lassen uns gerne verzücken. Und natürlich Raga, Lust, wird auch oftmals nicht so gerne mit Lust übersetzt. Da finden Sie auch immer eine andere Übersetzung für. Aber ja, man kann sich fragen, warum sagt der Buddha, dass der Mörder, der mit gezogenem Schwert hinter uns herläuft, Verzückung und Lust sind. Das ist das, was wir ständig betreiben. Wir lassen uns verzücken. Das ist ständig dieses Lüstern, dieses nach außen gehen, der Versuch,
sich irgendwo zu vergnügen, irgendwo Vergnügen zu finden. Und schon ziemlich starker Tobak. Der Buddha sagt, diese Verzückung und diese Lust ist ein Mörder. Aber wenn wir uns diese Dinge in unserem eigenen Herzen anschauen, dann sehen wir jedes Mal, wenn wir uns verzücken lassen, jedes Mal, wenn Lust im Geist entsteht, dann werden zumindest die Köpfe unserer Achtsamkeit und Weisheit abgeschlagen. Und das ist auch das, was passiert. Der Geist verliert sich, der Geist geht nach außen, streckt sich raus, reicht nach außen, um sich irgendwo zu vergnügen und verliert eigentlich seinen Stand, seine Festigkeit. Aber das Interessante der Buddha sprach also noch von fünf weiteren Mördern, die auch ständig hinter uns her sind und nur darauf warten, uns umzubringen. Und bevor ich euch raten lasse, wer die sind, wollte ich die kleine Anekdote erzählen, mit der der ehrwürdige Sariputta, einen der Mönche, den ehrwürdigen Yamaka ermahnt hat. So hat er ihm die Geschichte erzählt, hat sich gesagt, stell dir vor, da ist ein wohlhabender Mann, der sehr reich ist, sehr viel Gut hat, ein großes Grundstück und ein großes Haus, der aber auch 24 Stunden rund um die Uhr von Leibwächtern bewacht ist. Und denkt euch, da ist jemand, der diesen Mann nun umbringen möchte. Der denkt sich mal, dieser gute Mann lebt da in einem ziemlich sicheren Haus und hat Leibwächter, die ihn rund um die Uhr bewachen. Wie kann ich es denn anstellen? Sicherlich nicht leicht, an den heranzukommen. Und der überlegt sich, diesem Mann nun seine Dienste anzubieten. Und er geht dann also zu dem hin und sagt, guter Mann, ich würde dir gerne meine Dienste anbieten. Wenn du mir erlaubst, dann würde ich für dich arbeiten und alles für dich tun. Und er stimmt auch zu und dieser Mann nimmt die Dienste bei ihm auf und benimmt sich hervorragend. Also wirklich ist ganz großartig. Steht morgens früh auf, macht alles sauber, geht spät ins Bett und macht noch die letzten Dinge und benimmt sich, hat ein gutes Benehmen, gute Rede, gute Art und Weise, sich aufzuführen. Und er gewinnt so mit der Zeit das Vertrauen dieses Mannes, wird sogar zu seinem Freund. Und als er sich sicher ist, dass er die Freundschaft dieses Mannes nun gewonnen hat und sein volles Vertrauen hat, jederzeit in seinen Gemächern ein- und ausgehen kann, da sticht er ihn ab, eines Nachts. Der ehrwürdige Sariputta fragt dann den ehrwürdigen Yamaka, sagt, dieser Mörder, war der nicht schon ein Mörder, als er diesem guten Mann seine Dienste angeboten hat, nur dass der Mann eben noch nicht davon wusste? Und war der nicht auch die ganze Zeit, als er ihn aufgewartet hat, Arbeiten für ihn erledigt hat, auch ein Mörder? Und war er nicht bis zum Schluss eigentlich die ganze Zeit ein Mörder? Der ehrwürdige Yamaka sagt, na, stimmt, von Anfang an ein Mörder, die ganze Zeit bis zum Schluss. Und der ehrwürdige Sariputta sagt, ja, genauso schaut's aus mit den fünf Daseinsgruppen. Körper, Gefühl, Wahrnehmung, geistige Gestaltung, Bewusstsein sind unsere Mörder. Nur wir wissen nicht darum. Die haben sich bei uns eingeschlichen, haben uns ihre Freundschaft sozusagen angeboten, unser Vertrauen gewonnen. Und tja, für uns ist es fast unvorstellbar, dass diese tatsächlich unsere Mörder sind. So spricht der Buddha von diesem ersten Mörder, und das ist offensichtlich die zweite edle Wahrheit, und spricht hier von den fünf weiteren Mördern, und
das ist offensichtlich die erste edle Wahrheit, die fünf Daseinsgruppen des Ergreifens. Ja, der Buddha sagt, oder Sariputta sagt in dieser einen Sutta, sagte, solange wir uns einlassen auf diese Mörder, solange wir uns an diese Mörder klammern, solange wir uns auf diese Mörder festlegen als unser Selbst, werden sie uns für lange Zeit zu Schmerz und Leid gereichen. Und so sind eben diese sechs Mörder so effektiv und so genial, weil wir sie eben nicht als solche vermuten. Die gehen ein und aus in unseren Gemächern, die sind ständig um uns herum, die sind das, was uns Verzücken und Freude bereiten, aber irgendwann stechen sie uns ein Messer in den Rücken. Es ist ganz egal, welchen dieser fünf wir uns anschauen, die Art und Weise, wie wir uns immer wieder einlassen, ob es der Körper ist, lassen uns auf den Körper ein, wir klammern uns an diesen Körper, oder um ein anderes deutsches Wort zu benutzen, wir schmiegen uns an, an diesen Körper, und wir legen uns fest, dieser Körper ist mein Körper. Und dieser radikale Vorschlag vom Buddha, die als Mörder zu erachten, ist eine Sache, die man ja erstmal zunächst mal ungern macht. Klar, so intellektuell, wenn wir uns jetzt überlegen, stimmt, irgendwann bringen sie uns um. So, das ist dann irgendwo auch rational irgendwo klar. Aber ja, trotzdem fällt es uns immer wieder schwer, uns nicht auf diese Mörder einzulassen. Angenehme Gefühle, lassen wir uns drauf ein, klammern wir uns dran. Angenehme Wahrnehmungen, klammern wir uns dran, schmiegen wir uns an. Angenehme Gedanken. In dieser Sutta, das Interessante, was der Buddha, beziehungsweise Sariputta in dieser Sutta sagt, er sagt, wenn wir uns nicht auf diese Mörder einlassen, wenn wir uns nicht an diese Mörder klammern, wenn wir uns nicht auf diese Mörder festlegen als unser Selbst, dann gereichen sie uns für lange Zeit zu Glück und Wohl. Und das ist ja doch irgendwo erstaunlich, weil wie können Mörder zu Nichtmördern werden? Und ich meine, so ein Mörder, so ein Vertragsmörder oder wie nennt man die? Vertragskiller. Das ist deren Berufsehre. Ich meine, die kriegen bestimmt Ärger, wenn sie ihren Job nicht erledigen. Das sind Mörder, das sind natural born killers. Die können gar nicht anders als morden. Und so diese Idee, diese Mörder umzuerziehen, ist irgendwo so eine naive Vorstellung. Musste ich dran denken, so Leute, die andere Leute verändern wollen. Ich kann mich erinnern, meine letzte Freundin, die wollte mich auch unbedingt verändern. Hat sie nie geschafft. Dann hat sie irgendwann gesagt, sie liebt mich nicht mehr. Dann hat sie einen Junkie geheiratet, in der Hoffnung, ihn vom Drücken abzubringen. Ja, absolutes Fiasko, was also wirklich nur in übelstem Leid geendet ist. Also diese Idee, so einen Vertragskiller irgendwie umzuerziehen, ist irgendwo müßig. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, diese Mörder zu Nichtmördern zu machen, diese Mörder arbeitslos zu machen. Weil wenn die arbeitslos sind, dann sind sie keine Mörder mehr. Also eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen sterben. Weil wenn wir tot sind, dann gibt es niemanden mehr, den die umbringen können. Das ist die einzige Möglichkeit. Und dann können diese Mörder wirklich zu Glück und Wohl gereichen. Dann sind sie nämlich keine Mörder mehr. Weil ein Mörder, der niemanden zum Morden hat, ist unsinnig. Ist kein Mörder mehr. Dann sind diese
fünf Daseinsgruppen einfach nur das, was sie sind. Aber was bringen die denn um? Ich meine, Körper, vier Elemente, Feuer, Erde, Wasser, Luft. Das irgendwie spricht man eigentlich nicht von Tod. Gefühle, mein gutes Gefühl ist gestorben, sagt man eigentlich auch nicht. Ach, meine tolle Wahrnehmung ist gestorben. Und wieder tausend Gedankentode gestorben, sagt man nicht. Der Körper, er stirbt nicht. Die vier Elemente, die fallen irgendwann auseinander und gut ist. Gefühle, die kommen, die gehen und gut ist. Das ist einfach die Natur von Gefühlen, die manchmal angenehm sind, manchmal unangenehm. Und irgendwann, wenn die Bedingungen sich auflösen, sind sie weg. Genauso mit Wahrnehmung, geistige Dinge, Bewusstsein, die sterben nicht. Also diese Mörder, die bringen sich nicht gegenseitig um. Die begehen auch keinen Selbstmord. Wenn man vom Mord spricht oder von Töten, dann spricht man eigentlich immer vom Töten einer Person. Und diese Person ist das, was die umbringen, ist das, was die ermorden, ist deren Job. Aber wenn diese Person tot ist, die Person gestorben ist, es die Person nicht mehr gibt, dann sind diese Mörder auch keine Mörder mehr. Wenn man sich dann diese dritte edle Wahrheit anschaut, Buddha sagt, es ist dieses Begehrens, restloses Verblassen und Aufhören, dessen Abgabe, Aufgabe, Überwindung und Zurückweisung. Und es ist interessant, in den meisten Übersetzungen erheben die eigentlich das Verb zum Nomen. Also diese übersetzen meistens das Abgeben, das Aufgeben, das Überwinden und das Zurückweisen. Und ich habe oft für lange Zeit mir darüber den Kopf zerbrochen, weil die dritte edle Wahrheit ist ja eigentlich das Erlöschen des Leidens. Es ist ja nicht das Abgeben oder das Aufgeben oder das Überwinden oder das Zurückweisen, sondern es ist das Abgegeben haben, aufgegeben haben, überwunden haben und zurückgewiesen haben, was die Verwirklichung der dritten edlen Wahrheit ausmacht. Weil erst in dem Moment, wo ich das Begehren aufgegeben habe, ist die Leidfreiheit da. Und da ist mir dann irgendwo sehr deutlich, als ich da viel darüber reflektiert habe, klar geworden, die Mittel, um dieses Begehren abzugeben, aufzugeben, zu überwinden und zurückzuweisen, natürlich der achtfache Pfad. Und wenn wir uns den achtfachen Pfad anschauen, dann sehen wir und finden wir die Mittel, die der Buddha uns gibt, um aufzugeben, unheilsame Gedanken aufzugeben. Die vier rechten Kämpfe, die, oder wir haben im zweiten edlen Wahrheit, Nekamma Sankappa, die Gedanken der Entsagung. Oftmals muss man sich dafür entschuldigen, Nekamma mit Entsagung zu übersetzen. Die Leute versuchen immer, irgendwas Weicheres und Sanfteres zu finden, wo sie dann ihren Kuchen noch behalten können und trotzdem essen. Nee, Nekamma ist Entsagung. Du musst diesem Tanha, dieser Verzückung und dieser Lust, muss ich entsagen oder muss ich entsagt haben, um die dritte edle Wahrheit zu verwirklichen. Überwindung von unheilsamen Geisteszuständen. Oder auch die Zurückweisung. All die Mittel, die entweder direkt oder impliziert im achtfachen Pfad als geschickte Mittel uns gegeben werden, sind letztendlich nicht dazu da, um Leiden zu überwinden. Man sagt immer, das achtfache Pfad ist der Weg, der zum Ende des Leidens führt. Ja, der führt natürlich zum Ende des Leidens. Aber wofür er eigentlich da ist, ist
um die Ursache des Leidens auszumerzen. Weil dann ist kein Leiden mehr da. Weil die fünf Daseinsgruppen sind nicht Leiden. Die fünf Daseinsgruppen sind einfach nur, was sie sind. Körper, Gefühl, Wahrnehmung, geistige Dinge, Gestaltungen, Bewusstsein. Und die können uns sogar, wie der Buddha oder der ehrwürdige Sariputta an einigen Stellen sagt, auf lange Zeit zu viel Glück und Wohl gereichen. Das Leiden ist dieses sich einlassen, sich klammern und sich festlegen auf diese Dinge als unser Selbst. Das Leiden entsteht durch das Begehren. Und deshalb ist dieser Pfad, den der Buddha lehrt, eigentlich der Pfad, um Chaga Patinissaga Mutti Anarayo zu üben, zu praktizieren, sodass irgendwann mal der Punkt erreicht ist, wo abgegeben, aufgegeben, überwunden und zurückgewiesen worden ist. Ja, und in der Praxis sieht es dann eben so aus, dass wir uns üben müssen. Das ist der Pfad, das ist ein Übungspfad. Wir haben die geschickten Mittel, die Werkzeuge bekommen. Und das ist der Grund für Mudita, für Mitfreude. Ja. Alle haben diese Möglichkeit, diese fantastische Möglichkeit, diese Werkzeuge, diese Mittel zu benutzen. Aber wir brauchen auch diese starken Bilder, wie beispielsweise dieses Bild, was der Buddha gibt, dass diese Dinge Mörder sind, um uns immer wieder klar und deutlich vor Augen zu führen, dass wir da eigentlich mit Feuer spielen, die ganze Zeit. Aber es fühlt sich ja gut an. Es ist interessant, der Buddha sagt sogar, dieses Begehren nach Begehren ist eigentlich das, was ein angenehmes Gefühl vermittelt. Etwas zu begehren ist angenehm, fühlt sich gut an. So, deshalb gibt es ja auch beim Sex ein Vorspiel. So, diese Vorfreude darauf, ne, ist eigentlich das, was so dieses Kitzeln mit sich bringt. Ne? Diese Erwartung, wo dann am Ende die Belohnung kommt. Und tatsächlich, sagt der Bruder, in dem Moment, wo wir etwas möchten, wo wir etwas mögen, allein die Tatsache, dass wir das noch nicht erreicht haben, ist eigentlich Leiden. Weil wir ja von dem, was wir eigentlich gerne hätten, in dem Moment noch getrennt sind. Und wenn man sich den Zustand anguckt, dann kann man auch verstehen, warum der Buddha dieses Nandi und Raga, also diese Verzückung und Lust als Mörder betrachtet, weil, wie ich eben schon gesagt habe, die zerren uns halt immer raus oder weg von unserem Herzen. Deshalb sind es Feinde der Wahrheit des Herzens. Das sind Dinge, die eigentlich von diesem Herzen, von diesem Geist, von dieser Stabilität des Geistes wegführen, weil sie eben nach draußen verweisen. So diese Bewegung nach draußen ist eigentlich Dukkha, sagt der Buddha. Und das muss man natürlich erstmal so auch erleben und sich auch immer wieder daran erinnern. Weil sonst, wenn man nichts anderes gewöhnt ist, dann empfinden wir natürlich diese Begehren als etwas Angenehmes. So, wir lassen uns gerne verzücken und Lust ist eine Sache, die ja auch unbedingt mit angenehmen Gefühlen verbunden ist. Und ich habe jetzt, seit ich dieses Bild halt im Kopf habe und da irgendwie so ein bisschen mit dem Geist mit rumspiele, es ist unheimlich hart. So überlege ich mal plötzlich, da kommt plötzlich jemand und sagt, dein bester Freund ist ein Mörder. Das nimmst du dem erstmal nicht ab. So, ich meine, wir sind damit aufgewachsen, wir sind damit groß geworden. Wir haben uns von Kindesalter an auf diese Dinge eingelassen, an diese Dinge geklammert. Und die haben uns ja auch im Laufe der Zeit eine Menge Freude und Glück gebracht. Und die jetzt plötzlich in so ein ganz anderes Licht zu rücken,
ist unheimlich schwer. So, und eigentlich, also die Tendenz, wenn dann mal wieder Leiden entsteht, also wenn es mal wieder unangenehme Gefühle sind, die eigentlich im Vordergrund stehen, dann ist ja eigentlich die Tendenz, dann wieder nach irgendwelchen angenehmen sinnlichen Dingen zu suchen, um das wieder glatt zu machen oder um das wieder wegzumachen. Aber dann irgendwo mit diesem Unangenehmen zu verweilen, ist auch, ist unheimlich schwer. Also so dieses Vipava Tanha, so diese drei Formen des Begehrens, von denen der Buddha spricht, Kama Tanha, Begehren nach sinnlichen, angenehmen sinnlichen Erfahrungen. Und dieses Vipava Tanha, ich weiß nicht, wie viele Leute da mittlerweile irgendwelche tief philosophischen Übersetzungen dran versucht haben. Ich glaube, das fing irgendwann um die Jahrhundertwende an mit Vernichtungstrieb und ich weiß nicht, wir hatten dann irgendwann mal Begehren nach Anderssein. Weil ich glaube, Acciametico in seiner neuen Übersetzung hat dann übersetzt Begehren nach Daseinsmöglichkeiten. Aber so nach meiner Erfahrung, allein durch die Tatsache, dass wir auf unser Dasein so festgelegt sind, haben wir überhaupt gar nicht die Möglichkeit, andere Daseinsformen in Erwägung zu ziehen. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir hier weg wollen. Wir können uns zwar auch nicht vorstellen, nicht zu sein, deshalb diese Idee vom Nichtsein oder von Vernichtung zu sprechen, ist auch ein Unding, weil wir uns gar nicht vorstellen können, nicht mehr zu existieren. Aber wir haben auch nicht die Möglichkeit, in dem Moment uns andere Daseinsmöglichkeiten zu erschließen, weil wir eben so festgelegt sind auf diese negative Existenz in diesem Moment. Und da fiel mir ein, die eigentliche Übersetzung, die ich ganz gut finde, um mich auch mal an einer neuen Übersetzung zu versuchen, ja, Begehren nach nicht so sein. Alles, nur nicht so. Und das liebt Bhavatana. Das ist unerträglich, du willst da weg, aber du weißt auch nicht, wohin. Und das ist ein ganz verflixter Zustand, der nicht unbedingt so extrem sein muss. Der kann sich auch sehr subtil. Er kann auch sehr subtil sein. Manchmal, du weißt einfach nicht, warum du schlecht drauf bist. Du weißt einfach nur, dass du schlecht drauf bist. Und dass du da weg willst. Du hast keine Ahnung, wohin. Du weißt einfach nur, du willst sie weg. Aber Ajahn Leam, interessanterweise, der hat Vipavatana einfach nur frech mit Yin Rai übersetzt. Er hat gesagt, Yin Rai bin Vipavatana. Yin Rai ist nicht mögen. Aversion. Wegwollen. Einfach nur da wegwollen. Aber es ist in jedem Fall eine Form von Begehren. Und ja, oftmals fragen so, Laien oftmals fragen so, kann man auch als Laie erleuchtet werden oder muss man dafür Mönch sein? Es spielt überhaupt keine Rolle, ob Laie oder Mönch. Wir müssen sterben. Wenn wir bereit sind zu sterben, dann können wir auch erleuchtet werden. Das ist irgendwo so der Knackpunkt. Wer geboren werden will, muss eine Welt zerstören. Wer frei sein will, muss sterben. Geburt ist immer die Zerstörung einer bereits bestehenden Welt. Wenn ich wirklich frei sein will, muss ich sterben. Ich muss diesem Begehren entsagen. Ich muss aufhören, mich auf diese Mörder einzulassen. Ich muss aufhören, mich an die zu klammern, anzuschmiegen, mich festzulegen, was meins ist. Und das ist der Grund, warum nicht so viele Erleuchtete da draußen rumlaufen. Das ist die harte Wahrheit. Die harte Wahrheit. Das Loslassen von diesem Begehren, abgeben, aufgeben, überwinden, zurückweisen, machen wir nicht gerne. Also als ich jetzt in Thailand war, war echt interessant. Da habe ich echt mit mir gerungen. War dieses All-Night-Chanting. Und ich habe All-Night-Chanting habe ich immer gehasst. Also insbesondere, wenn die dann die ganze Nacht nur Itipiso gechantet haben. Also da bin ich schon aus einigen
dieser All-Nighters mit recht unheilsamen Geisteszuständen irgendwann dann so gegen Mitternacht verschwunden. Aber ich meine, ich bin ja schließlich für Lumpa Tongdeng dahin geflogen und für Lumpa Tongdengs Geburtstagsparty. Und das war halt ein Teil seiner Geburtstagsparty. Und dann habe ich halt so meinen Meister mir angeschaut, ne, der dann mit allen möglichen Entschuldigungen natürlich kam, um jetzt irgendwie mich da rauszuwinden. Und irgendwann habe ich dann einfach nur unheilsame Rede in meinem Geist benutzt und gesagt, fuck off. Und in dem Moment, wo das eigentlich eine unheilsame Rede in meinem Geist war, kam Piti hoch. Ja, weil das war einfach eine Entscheidung, die war gut und die habe ich auch nicht bereut. Und dann habe ich da auch die ganze Nacht mit gechantet, soweit ich konnte. Und so anstrengend und zum Teil körperlich unangenehm, wie das war, das hat sich alles in Luft aufgelöst in der letzten Runde. Also es waren 4 Runden von mehreren Chants. Also war nicht nur Itipiso, sondern war jedes Mal an der Anfang war eine der Hauptsutten, Dhammacakka, Anattalakkhana, Dittapariyaya und noch eine. Und dann verschiedene andere Chants. Also sie haben das eigentlich sehr interessant gestaltet. Itipiso war immer eingebettet in verschiedene Reihen. Ob jetzt die 10 Paramita waren oder die 5 Khandhas. Ne? Also das war eigentlich recht interessant gestaltet. Und das waren dann 4 Runden sozusagen. Ging es wieder von vorne los. Und die 4. Runde, ne, da war ich so high. Und also der Körper war leicht und der Geist war glasklar. Viel Bhiti und Energie unglaublich. Also ich habe Energie gehabt, das war als und das war nicht von dem Kaffee oder dem Lipovit oder sondern das war mentale Energie. Das war einfach Energie, die sich daraus ergeben hat, Anstrengung aufzubringen, gegen dieses Begehren anzugehen, dieses Vipavatana, sich da irgendwie rauswinden wollte. Noch nicht so ganz wusste, wohin. Und das war einfach, ja, war schön zu sehen. War angenehm, war auch einsichtsvoll, weil wir muten und wir trauen uns eigentlich viel zu wenig zu. Wir können eigentlich viel mehr rausholen aus diesem Körper und diesem Geist, als wir glauben. Und wenn wir dann wirklich bereit sind, aus Vertrauen, dann diesem Begehren abzusagen, zu entsagen, das zu überwinden und das einfach kackfrech zurückzuweisen, dann ist auch der Dukkha in dem Moment weg. Und das war jetzt nur so ein Beispiel. Aber, weil wie gesagt, eben der, ist halt der achtfache Pfad, all diese geschickten Mittel, die uns da gegeben werden, sind eigentlich die Mittel, um auszuprobieren, wie ich dieses Begehren überwinden kann. Weil so von alleine mache ich das halt eben nicht. Von alleine komme ich halt nicht auf die Idee. Weil wir haben uns halt seit unzähligen Leben auf dieses Begehren, dieses Nandi und Raga verlassen. Wir haben diesem Mörder unser Vertrauen geschenkt in der Hoffnung, dass diese Verzückung und diese Lust uns dann irgendwann auch die großartige Bescherung bringen, die sie uns versprechen. Aber das ist ja das Linke am Begehren. Begehren hält nie sein Versprechen. Nie. Weil das Resultat immer wieder vergänglich ist. Vergänglich sein muss. Geht gar nicht anders. Mutti, das dritte davon, ist eigentlich Befreiung. Also das Wort Mutti ist das gleiche wie in Mutto Daya oder in Vimutti. Aber ich glaube, der Grund, warum die immer so ein Problem haben, das mit auch Befreiung zu übersetzen, ist, weil das ist ja nicht das Begehren, das befreit wird, obwohl es vielleicht gar nicht falsch wäre, das so auszudrücken, aber das ist ja das Befreien vom Begehren. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man das so übersetzt,
dieses Begehren freilassen ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Weil wenn ich das freilasse, dann ist das weg. Dann bin ich auch frei davon. Aber eigentlich müsste man wahrscheinlich die Grammatik umstellen und sagen, also befreien von Begehren. Und deshalb übersetzen die mit überwinden. Also Begehren muss überwunden werden. Aber eigentlich ist das gleiche Wort wie frei. Frei machen. Und das ist ja eigentlich was Schönes. Die sind ja alles schöne Wörter im Grunde. Ne? Abgeben, Chaga ist das gleiche Wort wie Großzügigkeit. Chaga Nusati, die Reflexion oder die Reflexion über unsere eigene Großzügigkeit ist Chaga Nusati. Chaga heißt eigentlich abgeben. Ich gebe irgendwas ab, und jemand ist das nicht mehr meins. So. Das ist Chaga. Und Patinissaga ist aufgeben. Ich gebe irgendwas auf, dann ist das auch nicht mehr meins. Habe ich das aufgegeben. Und Mutti, ich würde das gerne irgendwie mit frei, irgendwie muss das Befreiung damit rein. Finde ich besser, finde ich eigentlich schöner. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen könnte. Gut. Ja, ist auch ein angenehmes Wort. Und dieses letzte Wort, habe ich glaube ich schon mal hier so ein bisschen erzählt, dieses Alejo ist eigentlich ein Platz in der normalen weltlichen Sprache, wo Hühner nachts hingehen. So, wo die sich aufhalten. So eine Stange. Wo so ein Huhn sich hinsetzt. So der Nistplatz. So von einem Vogel oder so. Und Analayo heißt eigentlich so, du gibst diesem Huhn keine Möglichkeit mehr, zurück auf seine Stange zu kommen. Du entziehst ihm quasi den Boden. Heißt, der Vogel, der kann dann noch rumfliegen, bis er irgendwann müde wird. Aber der hat nichts mehr, wo er drauf zurückfallen kann. Da ist nichts mehr, wo dieses Begehren sich einnisten könnte. Analayo. Zurückweisen ist sicherlich verständlicher, müsste man zu viel erklären. Aber diese vier edlen Wahrheiten werden ja oftmals einfach nur als zwei geteilt, als Samudaya und Niroda benannt. Entstehung des Leids und Auflösung des Leids. Und deshalb habe ich auch heute nur die zweite und die dritte edle Wahrheit mal am Anfang zitiert. Also die Entstehung ist sowohl das Leiden als auch die Entstehung und die Auflösung behandelt eigentlich die vierte edle Wahrheit oder schließt sie eigentlich auch mit ein. Also in dieser Aufteilung jedenfalls. Und deshalb können wir versuchen, diesen achtfachen Pfad, dem ich jetzt nicht viel sprechen möchte, aber darauf zu versuchen, zu untersuchen, wofür er eigentlich da ist. Und so nach meinem besten Dafürhalten ist es wirklich, wenn man in diesem achtfachen Pfad die Mittel sucht, um diese vier Dinge zu praktizieren, die letztendlich zu der dritten edlen Wahrheit führen, nämlich Chaga, Patinissaga, Mutti, Analayo, abgeben, aufgeben, überwinden und zurückweisen, dann findet man auch Möglichkeiten, mit diesem Begehren auf eine neue Weise umzugehen. Weil so von selbst machen wir das halt nicht. Und das ist halt eine unheimlich eingegrabene Gewohnheit. Das ist eine Sache, die ist so automatisch, dass wenn man da nicht eine extra Anstrengung macht, dann geht das nie zu Ende, wie auch. Man ist ja Samsara, ist das genial am Samsara. Das ist perpetuum mobile. Das läuft und läuft und läuft und das läuft immer noch und das läuft alles wunderbar und das hat kein Ende. Und das ist halt genial an diesen vier edlen Wahrheiten. Und dann diese Idee, das fand ich halt, war halt bei mir so ein kleiner Kick auf meinem Retreat, so. Weil Lumpacha hat halt immer seine Mönche gefragt, wenn die gekommen sind am Anfang, gesagt, seid ihr bereit zu sterben? Ja, und für mich war halt immer nur ein toller Spruch. Fand ich halt immer toll, fand ich halt immer cool. Aber so richtig kapiert
Habe ich das eigentlich nie. Aber so als ich mir jetzt so dieses Gleichnis mit den Mördern, als ich das immer wieder kontempliert habe, kam mir irgendwie so durch. Meine Mörder werden immer Mörder sein. Du kannst Mörder nicht umerziehen. Das geht nicht. Du kannst sie nur arbeitslos machen, indem du stirbst. Du kannst denen nur das wegnehmen, was sie eigentlich zu Mördern macht. Nämlich jemand, der ermordet wird. Wenn niemand mehr da ist, der ermordet werden kann, dann gibt es auch keine Mörder mehr. Und deshalb ist ja die erste edle Wahrheit, diese fünf Khandhas, die müssen verstanden werden. Rundum. Pari, Nyayati oder so ähnlich. Die müssen rundum verstanden werden. Mit denen brauchen wir nichts anderes zu machen. Die brauchen wir nicht loszulassen, die brauchen wir nicht um. Wir brauchen die Mörder nicht umzubringen. Die müssen verstanden werden. Weil der Buddha sagt, dieses Begehren, ich glaube, vor 2 Jahren habe ich jemandem einen Vortrag gegeben, wo ich die mal aus Mahasatipatthana Sutta ein bisschen was zitiert habe. Aber das fand ich auch so genial. Der Buddha sagt, dieses Begehren, wo entsteht das und wo breitet sich das aus? Dieses Begehren entsteht an den Stellen in Verbindung mit den fünf Khandhas, wo etwas Liebliches und Angenehmes ist. Das heißt, da, wo etwas lieblich und angenehm ist, da entsteht dieses Begehren und da breitet es sich aus. Ja, klar, wo auch sonst. Wenn nichts lieblich und toll ist, dann begehre ich auch nichts. Dann sagt der Buddha, ja, und wo hört dieses Begehren auf und verschwindet, restlos? Und dann sagt der Buddha das Gleiche. Da, wo etwas lieblich und angenehm ist, da hört das Begehren auf. Und da habe ich irgendwie erstmal im Kopf geschüttelt. Ich denke, wie kann das nicht sein? Und dann, ja klar, der hört ja nirgendwo anders auf, als da, wo es entsteht. Da, wo es entsteht, vergeht es auch. Und es ist ja nur der Blickwinkel auf diese Dinge, die mir erlaubt, das Begehren aufzugeben. Die Dinge sind die gleichen. Hier mein Lieblingsvers vom Buddha. Nicht liegt des Menschen Sinnlichkeit in sinnlichen Gebilden, sie liegt im Geist, der stets sich treibt in sinnlichen Gefilden. Wie lieblich ein Objekt auch ist, wie Dinge auch erscheinen, die Lust ist der Gedankenlist, mit der sie es vermeinen. Wenngleich das Schöne in der Welt besteht, der Weise weiß zu meiden die Lust nach dem, was kommt und geht, und endet so sein Leiden. Das heißt, die Objekte, die fünf Khandhas, sind nach wie vor fünf Khandhas. Die mögen immer noch lieblich sein, manchmal auch nicht. Aber da ändert sich nichts dran. Die müssen verstanden werden. Und wenn sie verstanden worden sind, dann löst sich das Begehren in Wohlgefallen auf. Wenn sie nicht verstanden worden sind, bleibt das Begehren bestehen. Solange ich mich auf diese fünf Khandhas einlasse, anschmiege, festlege, die als meine besten Kumpels erachte und denen vertraue, habe ich keine Chance. Erst wenn ich die als meine Mörder erachte und als solche erkenne und dann erkenne, wer eigentlich das Opfer dieser Mörder ist, nämlich diese Illusion einer Person, die ja gar nicht existiert, das ist ja die ganze Idee von Anatta, es gibt keine Person, es gibt nur fünf Khandhas. Fertig aus. Kommen und gehen. Dann ist auch dieses Aufgeben oder Abgeben, Zurückweisen von diesem Begehren, eine Sache, die ja natürlich läuft. So, du lässt los und gibst auf, du gibst ab, weil du was verstanden hast. Was hast du verstanden? Die Mörder, diese fünf Daseinsgruppen sind verstanden worden. Und wenn wir sie verstanden haben, dann sehen wir auch, wo das Problem ist, nämlich in diesem Begehren. Dann können wir das auch aufgeben. Für die tägliche Praxis, ne, gibt der Buddha uns halt eben diesen achtfachen Pfad, wo wir auf vielerlei Weise uns eben darin üben können, mit diesem Begehren umzugehen. Aber wenn der Buddha die erste edle Wahrheit, die ich jetzt nicht zitiert habe, benennt, dann sagt er ja nicht kann das, sagt ja Upadana kann das, sagt ja
Gruppen des Ergreifens. Wenn Ergreifen weg ist, sind nur noch Khandhas. Dann sind die, wie Lumpa Liam immer wieder betont hat, Natur pur. Die machen einfach nur ihr Ding. Und dann sind sie auch keine Feinde der Wahrheit des Herzens mehr. Dann sind sie sogar, können sie sogar Freunde der Wahrheit des Herzens werden, wenn sie verstanden worden sind. Also die erste edle Wahrheit muss verstanden werden. Die zweite edle Wahrheit muss. Was muss man mit der zweiten edlen Wahrheit machen? Jürgen weiß das. Was muss man mit Begehren machen? Loslassen. Zurückhalten. Ja, das ist das Interessante. Das ist die dritte edle Wahrheit. Die dritte edle Wahrheit heißt, dieses Begehrens, restloses Verblassen, ist die dritte edle Wahrheit. Restloses Verblassen und Aufhören. Das ist eine Abgabe, Aufgabe, Überwindung, Zurückweisung. Aber die zweite edle Wahrheit, da beschreibt der Buddha ja nur, was Begehren ist. Muss durchdrungen werden, oder verstanden? Nee, das ist ja die zweite edle Wahrheit, muss aufgegeben werden. Das ist schon richtig. Aber eigentlich wird ja in der dritten edlen Wahrheit erst mit dem, was verwirklicht werden muss, beschrieben, was auch eigentlich mit der zweiten edlen Wahrheit gemacht werden muss. Also dieses Abgeben, Aufgeben, Überwinden und Zurückweisen ist ja eigentlich das, was du mit Tanha machen sollst. Aber die dritte edle Wahrheit beschreibt eben, was du bereits gemacht haben musst, um die dritte edle Wahrheit verwirklicht zu haben. Also für mich war das lange konfus. Ich habe das, ne, das war irgendwie seltsam. Bis ich da irgendwie wirklich mich mal viel, viel, viel mit beschäftigt habe. Und dann wurde mir auch klar, ja klar, der achtfache Pfad ist nichts anderes als Mittel dazu, zur Verwirklichung. Ne, deshalb können ja die vier edlen Wahrheiten zweigeteilt werden. Samutta, Ja und Niroda. Die zweiten beiden, die dritte und die vierte, ne, die ergänzen sich. Und die erste und die zweite ergänzen sich. Die erste und die zweite sind alles Mörder. Die zweite ist der Mörder mit dem erhobenen Schwert, nämlich Nandiraga, also Begehren. Ne, und die erste sind die fünf Khandhas. Während die dritte edle Wahrheit, was die halt verwirklicht werden muss, ist eigentlich das aufgegeben haben bereits von dieser zweiten edlen Wahrheit, nämlich vom Begehren. Und der Pfad ist das, was dazu verhilft. Also die dritte ist ja eigentlich das Ziel. Die Pfad beschreibt eben nur, wie man... Ganz genau. Ne? Die dritte ist eigentlich das Ziel. Ne? Die zweite ist der Ursprung und die dritte ist das Ziel. Die erste ist die Beschreibung, was überhaupt Leiden ist. Und die letzte ist halt eben der Weg oder die Mittel, um dem Ursprung ein Ende zu machen, um dem Grund für Leiden ein Ende zu machen. Also die erste muss verstanden werden, die zweite muss losgelassen werden, die dritte muss verwirklicht werden und die vierte muss entfaltet werden, praktiziert werden, der Pfad. Tja, ob uns das gelingt, unsere alten Kumpels als Mörder zu erachten, ich weiß ja nicht. Manchmal sind die ja gar nicht so versteckt. Da steht sogar drauf, Rauchen kann tödlich sein. Ja, genau. Ich sage ja, das sind ja die genialsten Mörder, die in der Öffentlichkeit ein- und ausgehen, in so einen Gemächern. Die sind nicht versteckt. Das ist ja das Linke, weil die eben nicht versteckt sind. Das macht die ja so genial. Also wie als Kinder, die mit einer beladenen Pistole ganz lustig Räuber und Gendarme spielen. Ja. Aber bist du die Magga oder in irgendeinem von diesen Kommentarliteratur, oder geben Sie das Beispiel, wie jemand Honig von einer Rasierklinge leckt. Ja, um die Sache noch ein bisschen komplizierter zu machen, die vier edlen Wahrheiten haben ja jeweils drei Aspekte. Das heißt, die zweite edle Wahrheit, dritter Aspekt heißt, es ist bereits überwunden worden, was die dritte eigentlich dann wäre. Der Buddha sagt, dies ist die zweite edle Wahrheit. Bei dieser zweiten edlen Wahrheit, die ist zu überwinden. Mhm. Und die zweite edle Wahrheit ist überwunden worden. Mhm. Ja, eigentlich das ist eigentlich schon die dritte. Was vielleicht erläutert, warum es in einer Lehre da heißt, dass man nicht eine edle Wahrheit verwirklichen kann. Du kannst nur alle vier zusammen. Wenn du eine hast, hast du alle. Ja. Hängen voll zusammen.
Ja, es ist faszinierend. Also ich finde, wenn man sich wirklich anfängt, damit zu beschäftigen, da kommen dann so viele Aspekte und Facetten noch hoch. Ne? Und dann klickt es hier und klickt es da und dann, ach ja, und so, und jetzt, jetzt. Und dann, wie war das noch gleich? Ah, jetzt ist wieder weg. Wenn dann irgendeine Form von Begehren, als ich so richtig enthusiastisch da auf meinem Retreat oder so, dann immer wenn irgendeine Form von Begehren aufkam, ich dachte, und dann irgendwann habe ich mich echt total erwischt, wie ich eigentlich schon längst diesem Begehren nachgegeben hatte und zu spät. Ja, und deshalb Sati, ne? Das ist halt, ja, ohne Sati nichts los. Wenn du nicht siehst, was passiert, dann hast du keine Chance. Muss echt klar sein. Und das war, also die letzte Session da bei Lumpur Tongdeng morgens irgendwie, ne, das war wieder so ein, also ich, wie soll ich das beschreiben? Da konnte auch nichts stören dann. Ne? Der Geist ist einfach da und das ist egal. Das war so wunderbar. Obwohl das ja eigentlich in der Aktivität war. Das war ja jetzt nicht, du saßt ja nicht da und hast irgendwie Butoh oder irgendwie Samadhi oder so. Das war Samadhi, aber das war völlig in der Aktivität. So, das war echt richtig nett. Ja, das machte wieder so deutlich, wie wichtig das ist, einfach diese Anstrengung zu machen. Weil oft, wir sind halt faul. Wir sind halt stinkfaul. Wir trauen uns nichts zu. Und wir haben echt oftmals gar nicht genug Vertrauen, um das wirklich so zu praktizieren, wie der Buddha das sagt. Man braucht da auch dieses Vertrauen. Ne? Einfach mal gegen den Strom anzugehen. Das ist ja auch gegen Begehren anzugehen. Das ist ja nichts anderes. Diesem Begehren einfach mal Nein sagen. Wie ich in meinem Geist gesagt habe. Ja. Okay, jetzt habe ich genug gequatscht. Jemand noch was zu den Mördern zu addieren? Noch ein paar Mörder, die euch aufgefallen sind. Müsst ihr mal lesen, Samyutta Nikaya, das ist im Kanda Samyutta, heißt Yamaka Sutta, ist die vom ehrwürdigen Sariputta, wo er dem die Geschichte erzählt und die, wo der Buddha Nandi und Raga als Mörder beschreibt, das ist im Sarayatana Samyutta, sind alle beide im Samyutta Nikaya, wenn ihr nachgucken wollt. Du hast vorhin gesagt, dass wenn es überwunden ist, diese fünf Khandhas zu lange in Glück und Dingsbums gereichen können. Und die sind das gemacht. Ich meine, wenn ich durch bin, jucken mich die dann noch? In welcher Hinsicht ist es dann Glück und. Naja, ich meine, ein Arhat ist ja schließlich immerhin, ich sag mal so, der höchste Segen. Ne? Also ich meine, alleine mit Kubajan zusammen zu sein, die vielleicht noch nicht mal Arhat sind, aber auf dem Weg, ist ja immer irgendwo ein Segen. Ne? Und von daher ist es vielleicht auch so zu verstehen, klar, die haben selber vielleicht nicht mehr viel damit zu tun oder gar nichts mehr damit zu tun, aber die Khandhas sind dann wirklich Werkzeuge, die ausschließlich zu Wohl gereichen. Also die machen nur Gutes. Die können nichts Schlechtes mehr tun. Und mir fällt jetzt eine andere Herangehensweise ein, wie Lumpa Liam sagte, wenn wir an Sukha-Vedana und Dukkha-Vedana, angenehmen und unangenehmen Gefühlen, nicht mehr anhaften, dann entsteht ein Glück, was jenseits davon ist. Ja. Und das ist unzerstörbar, weil das eben von den Wechselfällen des Lebens nicht mehr übertroffen werden kann. Ja, aber ich glaube, der Punkt, den die Elke machte, war ja, dass die Khandhas selber zu Glück und Wohl gereichen, nicht das Glück, was sich daraus ergibt, dass man davon losgelassen hat. Ja, eben, deswegen, wenn man davon losgelassen hat, sind sie eine Quelle von Glück. Also es sind ja nur dann Leiden, erste edle Wahrheit, wenn wir nicht losgelassen Ach haben. so, ja, okay. Verstehst? Das ist eigentlich der Umstand des Loslassens davon, ist das, was zum jenseitigen, höheren Glück führt. Also könnte beides sein, glaube ich. Also auf der einen Seite das transzendierende Glück, was entsteht durch das Aufgeben. Oder aber die Tatsache, dass eben die Khandhas, wenn keine Verblendung mehr da ist und kein Geh und Hass mehr da ist, dass das, was die eigentlich machen, solange sie noch da sind, eigentlich auch immer nur zu Wohl
gereicht, weil sie nichts Schlechtes mehr, nichts Übles mehr machen können. Als ich damals Kandabimut übersetzt habe, das ist ja nun schon ein paar Jahre her, da kannte ich die Sutta noch nicht. Und da habe ich erst gedacht, ja, ist schon seltsam, also wo er ziemlich am Anfang, wo er Befreiung erlangt und sagt, der Körper ist ein Ort von Glück und Wohlergehen, dachte ich, wie meint er das denn? Wenn ich glaube, ein paar Nibbanas oder ist es, da redet ja der Buddha miteinander auch darüber, noch über die lieblichen Landschaften und entzückende Gefühle und was er da hat. Oder das war, ne? Also ich jetzt so verstanden, dass er, es ist halt, er nimmt noch alles wahr und empfindet es ja noch, aber es ist halt, wie du sagst, er weiß um die Vergänglichkeit des Ganzen, also es ist einfach kein Anhang. Also rein theoretisch stelle ich mir das so vor. Ja, oder wie in diesem, der letzte Vers, ob wenngleich das Schöne in der Welt besteht. Ja, genau. Das ist halt, schön ist es nach wie vor schön, aber der Weise weiß zu meiden, nach dem, was kommt und geht. Also er selber hat da nichts mehr mit zu tun. Also die Sutta Yamaka, vielleicht kann ich das kurz irgendwie noch erwähnen, also der Anlass dieser Sutta sagt, Yamaka hat eine falsche Anschauung hinsichtlich dessen, was passiert, wenn, was mit dem Arhat passiert. Also der Arhat wird vernichtet nach dem Tod, der ist nicht mehr. Das war seine Ansicht. Und die Sutta, da geht es eigentlich darum, wo dann am Anfang gesagt wird, ja, wo ist denn der Erwachte? Ist der Erwachte im Körper, im Gefühl, in der Wahrnehmung, in geistigen Gestaltungen, im Bewusstsein? Nee. Ist der Erwachte, also der Buddha oder jeder Erwachte Arhat außerhalb dieser fünf? Nee. Ja, wo ist er denn? Und dann sagt er halt, ja, selbst wenn der Erwachte doch selbst zu Lebzeiten noch nicht mal zu finden ist, wie willst du ihn denn dann finden, wenn diese fünf Khandhas aufgelöst sind? Also was ist der Erwachte? Was ist der Erleuchtete? Was ist der Arhat? Was ist der Buddha? Ist der Buddha der Körper, Gefühl, Wahrnehmung, geistige Formation, Bewusstsein? Ist er jenseits davon? Ist er Teil davon? So. Und trotzdem erlebt er noch seine Almosenspeise in seiner Schale. Ja. Und da gibt's aber auch, ist mir neulich wieder ein paar Verse vom Buddha in die Hände gefallen. Bewusstsein, das auf nichts mehr zeigt, unendlich, leuchtend, allem fern. Dort sind Erde, Wasser, Feuer und auch Wind nicht mehr verankert. Dort ist Großes, Kurzes und auch Langes, Großes, Kleines, schön und hässlich. Dort sind restlos Form und Name ganz beim Stillstand angekommen. Mit dem Aufhören von Bewusstsein, dort kommt jenes ganz zum Stillstand. Das war, glaube ich, Diga. Kevada Sutta, die Antwort auf, wo die vier Elemente ein Ende finden. Und der Buddha sagt, es geht nicht darum, wo die aufhören oder zu Ende sind, sondern wo das Bewusstsein sich nicht mehr, wo die keinen Ankerpunkt mehr finden. Nämlich dann, wenn das Bewusstsein erreicht ist, was auf nichts mehr deutet und nicht mehr sagt, das bin ich. Das Imponierung nicht auch immer wieder betont, dass das wie ein natürlicher Prozess ist, dann einfach nur noch beobachtet wird, das natürliche Prozess und sozusagen man steckt nicht mehr drin. Ist das richtig? Ja, so fängst du halt an, beobachtest halt. Ne? Also deshalb hat er immer wieder Sati betont. Ne? Weil du musst halt die Dinge sehen und eben, weil erst wenn du dich nicht drauf einlässt, ne, und dich nicht klammerst und nicht festlegst, kannst du ja beobachten. Also da muss schon, so Sati gibt dir ja eine gewisse Distanz, mit der du erstmal schauen kannst. Und erst dann können ja im Geist diese Dinge kommen und gehen. Dann kannst du dir ein Gefühl angucken, wie das kommt, wie das irgendwie seinen Lauf nimmt und wieder vergeht. Und dann wird es halt zum natürlichen Prozess. Man ist ja schon ein natürlicher Prozess, aber ist erstmal mein natürlicher Prozess. Während wenn ich das erstmal beobachten kann, dann sehe ich, das ist nicht unbedingt mein. Ich kann es ja beobachten. Und wenn man es dann ganz durchschaut, verschwindet dann auch der Akt des Beobachtens oder der Beobachtens? Der Akt des Beobachtens. Wissen bleibt ja bestehen. Schluss.
finito. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādi svākkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi Supatipanno bhagavato savaka sangho sangham namami.